Hallo, dies ist ein Test des drahtlosen Telefonladers Samsung EP-P100, den ich zusammen mit meinem Google Nexus 4 verwende. Ich habe mich entschlossen, dieses Samsung-Gerät auszuprobieren, weil es erheblich günstiger, zurzeit für 35 Euro verfügbar ist, als der original drahtlose Lader von LG. Beide unterstützen den Qi-Ladestandard, sollten also kompatibel zueinander sein. Zunächst ein Wort zum Verpackungsinhalt. Das Gerät kommt genau so, wie es hier im Moment gezeigt ist, also nur die Ladestation, kein Ladekabel, Ladegerät dazu und auch keine Laderückwand, die für einige Samsung-Telefone erforderlich ist. So, schauen wir uns das Gerät mal an. Zum Betrieb muss man es mit einem Micro-USB-Kabel mit einem Ladegerät verbinden. Wir stecken das hier oben ein. Und dann ist die Ladeschale auch schon betriebsbereit. So sieht sie aus dann. Zum Laden wird einfach das Telefon auf die Ladeschale gelegt und man erkennt an der grünen LED, dass es korrekt erkannt wurde und jetzt geladen wird. Praktischerweise ist diese LED im Ladegerät, sodass wir das Display des Telefons gar nicht zu verwenden brauchen. Wenn das Telefon nicht korrekt abgelegt wird, wird es nicht geladen und man erkennt es an der LED oben im Bild. Es gibt auch einen Fehlermodus, dann blinkt diese LED abwechselnd grün und rot. Das Laden erfolgt ungefähr nach meinem Gefühl genauso schnell, als wenn das Telefon direkt an ein Ladekabel angeschlossen wäre. Die Oberfläche ist mattgrau gehalten. Allerdings ist sie etwas glatt, das heißt, wenn man das Telefon drauflegt und die Ladeschale leicht anhebt, dann gleitet das Telefon ab und bereits eine leichte Neigung ist dafür ausreichend. Man kann das Telefon auch, wie hier gezeigt, in einer Schutzhülle laden oder ich habe hier einmal ausprobiert, so eine 1-2 mm dicke Plastikhaftmatte dort abzulegen. Auch dann wird das Telefon noch erkannt und geladen. Ich bin mir nicht sicher, ob das innerhalb der Spezifikation ist, ob das empfohlen ist. Jedenfalls liegt das Telefon so schön und man kann das auch anheben, ohne dass es abgleitet. Ein letzter Punkt noch. Das Telefon erwärmt sich etwas beim Laden. Das ist aber normal und auf die Erwärmung des Akkus beim Ladevorgang zurückzuführen und hat normalerweise nichts mit dem drahtlosen Laden selbst zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen.